Ja, so hallo. Heute mal mit meiner neuen Kamera, das erste Mal. Und ja, ich habe euch einfach mal mitgenommen, was ich jetzt heute gemacht habe. Und zwar sind wir hier an einem Bienenstand. Das ist mein aller schlechtester Bienenstand. Also so soll es wirklich nicht aussehen. Und zwar habe ich hier ein paar Versuche gemacht und habe im Sommer einfach noch ein paar Völker zusammengefahren, die sich nicht so entwickelt haben. Hier zum Beispiel sehen wir ein Bienenvolk, das hatte über Monate zwei Königinnen. Das war super interessant. Wir hatten auf der rechten Seite ein Brutnest mit einem Karnika-Einschlag und auf der linken Seite ein Brutnest mit einer Backfastkönigin oder zumindest einer orangenen Königin. Und die Völker haben, wie gesagt, über Monate, 2 Monate, 3 Monate nebeneinander gelebt. Es gab orangene Bienen auf der linken Seite und eben die schwarz-gelben auf der rechten Seite. Wir haben es jetzt gesehen, das Volk ist sehr, sehr, sehr dürftig. Also die Königin ist noch da, die orangene. Ich nehme jetzt dieses Bienenvolk, das mir bei der letzten Durchsicht aufgefallen ist, dass es so schwach einfach ist. Und setze es jetzt auf ein anderes auf. Da sieht man hier die Absperrgitter. Jetzt suche ich mir einfach ein starkes Bienenvolk. Ich habe mir da beim letzten Mal eine Notiz gemacht, und zwar liegt hier der Stock, dass dieses stark ist und eben Futtermangel hat. Jetzt schaue ich hier kurz nochmal klar nach dem rechten, dann kommt gleich das Absperrgitter drauf und dann setze ich einfach das im Prinzip schwache Volk drauf. Also die Saalweideblüte im Moment, es ist einfach ein guter Zeitpunkt, das zu versuchen. Es funktioniert nicht immer. Also es gibt Jahre, vor 2 Jahren, da hat es bei mir von 8 Völkern nie funktioniert. Aber es ist einfach auch eine Methode, wo funktionieren kann. Und dann habe ich einfach 2 starke Völker. Ne? Und so würde das eine auf jeden Fall kaputt gehen. Und warum soll ich es nicht probieren und es aufsetzen? Also wir sehen ja auch unheimlich viele tote Bienen. Also man muss sagen, die sind auch ganz klar ausgeräubert worden noch. Da ist kein Futter drin. Das habe ich vorher bei der Durchsicht gemerkt. Jetzt verschließe ich einfach den Boden und dann lasse ich den da stehen. Da muss ich das Material nicht immer hin und her fahren. Also auf dem Bienenstand, man sieht es hier, diese grünen Bienenkästen auch, die sind geteilt. Die nutze ich zur Jungvolk. Bildung. Da kann ich dann eben 2 Königinnen begatten lassen in einem Kasten. Hier habe ich jetzt ein schönes Bienenvolk. Also das war zwar im Sommer, wie gesagt, ist der Bienenstand, wo meine schwachen Völker stehen, relativ bedenklich, weil sonst wäre es nicht auf dem Bienenstand und hat sich aber jetzt ganz gut entwickelt. Und da habe ich mich jetzt einfach entschlossen, doch lieber das zu nehmen, um da aufzusetzen, weil das ein Tick stärker ist wie das andere und vor allem, weil da unheimlich viel Futter drin ist noch in diesem Bienenvolk. Und wie gesagt, bei dem anderen, wo ich es zuerst aufgesetzt hatte, da ist Futtermangel und da will ich Futterwaben zuhängen und den muss ich eben, dann müsste ich das obere wieder runternehmen. Deshalb habe ich mich entschlossen, das jetzt gleich umzuhängen. Ne? Jetzt bin ich im Wesentlichen gerade auf der Suche eine Futterwabe, um die dem anderen Bienenvolk da drüben zuzuhängen. Und ja, wie gesagt, dann sollte das auch durchkommen. Ne? Also wie gesagt, dieser Bienenstand, da habe ich diese grünen Beuten, die ihr da seht, das sind einfach 2 Fluglöcher drin und die nutze ich einfach zur Ablegerbildung, wenn ich das mal mache, oder wenn ich, mache ich ja nicht so viel und auch nicht so gern, aber wenn ich es mal mache, kann ich eben hier zwei Ableger in einer Beute haben und oder ein Bienenvolk auch teilen. Ne? Jetzt nehme ich hier nochmal eine Honigwabe raus, eine Honigwabe, eine Futterwabe raus, bring die auch rüber, dass das Bienenvolk voll ist. Hier mache ich, da braucht ihr jetzt euch nicht wundern, da tue ich hinter den Sheet jetzt die alten leeren Waben rein aus diesem ausgeräuberten Volk, wo wir gerade aufgesetzt haben. Das hat einen Grund, dieses Bienenvolk, das hole ich morgen früh.
Das brauche ich für einen Imkerkurs als Anschauungsmaterial. Und dass eben die Waben beim Transport nicht hin und her rutschen, mache ich die da gerne einfach voll, weil die jetzt ja nicht so richtig festgekittet sind. Jetzt, wie gesagt, jetzt hänge ich hier diese Futterwabe, kommt jetzt direkt an den Bienen, an die Bienentraube, sprich an die Brutwabe. Wir haben jetzt hier gesehen, auf der Wabe sitzen nur Bienen, keine Brut. Und dann setze ich zwei saubere Brutwaben rüber, den Sheet setze ich dann wieder und dann eben diese Wabe, wo noch ein bisschen Restfutter auf der Ecke war, setze ich hinter den Sheet. Tue ich noch die Wabe rein, dann ist die auch erstmal aufgeräumt, weil ich komme ja dann so in 2-3 Wochen zur großen Frühjahrsdurchsicht, wo ich dann wirklich die alten Waben auch rausnehme. Und so lange lagere ich die praktisch mit in der Beute drinnen. Haben wir einen Deckel drauf. Hier sieht man auch gerade mein System mit diesem Nikophytre, den ich das ganze Jahr drauf habe. Und diese Blechdeckel. Ja, vielleicht noch was zum Rauch. Ich habe den hier vorsorglich angemacht, obwohl ich mir eigentlich dachte, ich brauche ihn nicht. Ich habe ihn ja auch nicht gebraucht, ihr seht's. Jetzt ist hier noch dieses Problem, oder nicht dieses Problem, weil die noch diese ganz kleinen Fluglochkeile haben, weil wie gesagt, die waren im Herbst und so unheimlich schwach, die Völker. Und habe ich eigentlich sehr kritisch gesehen, die zu überwintern, aber ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal. Und durch dieses ganz kleine Flugloch bekommen die den Totenfall über den Winter nicht raus. Also das ist im Prinzip die ganzen toten Bienen, wo jetzt über den ganzen Winter gefallen sind. Die tue ich einfach hier raus, lasse den Fluglochkeil dann an der Seite auch ein bisschen offen, dass das Loch ein bisschen größer ist. Hier schaue ich einfach nach, wenn man sieht es. Also wie gesagt, das ist, was den ganzen Winter dann an Bienen runtergefallen ist. Das tue ich einfach raus, Fluglochkeil wieder rein, weil wie gesagt, die Völker sind relativ schwach und die bringen auch, bis auf das eine wahrscheinlich, wo ich aufgesetzt habe, auch kein Frühtrachthonig. Ich weiß auch noch nicht, was ich da mit denen mache. Also das schaue ich einfach mal, wie die sich entwickeln. Vielleicht nehme ich die Bienenmasse einfach und teile die Völker und gebe eine neue Königin zu. Wie gesagt, das weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Ja, im Prinzip, wenn ich schon da bin, werfe ich kurz auch hier unten bei den zwei Völkern. Da weiß ich, das sind starke Völker. Werfe ich auch gerade einen Blick rein. Guck hier einfach, ob das Flugloch hier wirklich frei ist, dass die in Ruhe fliegen können. Weil ich ja jetzt in der Regel da nicht mehr dann dazukomme. Ja, das war's auch schon wieder. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt sie mir gerne wieder in die Kommentare. Wenn es euch gefällt, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal auf jeden Fall gerne. Es freut mich. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Setzt ihr auch auf jetzt um die Zeit? Oder wie handhabt ihr das jetzt mit schwachen Völkern? Ja, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zum Video. Ich hoffe, dass das neue Format für euch jetzt interessant ist. Jetzt seid ihr mit bei den Bienen.